So, das ist jetzt mal die erste Version für den Solen Editor. Ich starte hier Kurve, erzeuge eine Sohle mit Offset und in dem Moment wird werden eine ganze Menge Objekte erzeugt. Ich habe hier mal ein Vergleichsbild geladen, das ist dieser Fuß. Also so ist es auch alles lesbar. Hier ist der Joint, hier ist die Mittellinie und hier ist eine generische Sohle. Diese Sohle werde ich jetzt bearbeiten. Das ist also ein Sketch. Wenn ich in den Sketch reingehe, dann ist das nichts anderes als dieses Gitter. Das besteht aus insgesamt 12 Segmenten und ich kann jetzt hergehen und kann jetzt sagen, ich ziehe diese Bunde einfach auf meinen gestickten Fuß und wenn ich das der Reihe nach mache, dann gleicht sich diese Kurve dem Fuß an. So, ich habe das jetzt mal im Hintergrund gemacht. Wir sehen also jetzt hier diese grüne Linie, wie die entlang des Fußes fährt. Ich kann mal zurückgehen, kann den mal ausblenden. Wir sehen also hier schon etwa die Sohlenform. Wir können dann natürlich jetzt jederzeit hier immer noch etwas verfeinern. Wenn jetzt hier vorne zum Beispiel die Fußspitze nicht so ist, wie ich die haben möchte, dann besteht die Möglichkeit, dort einfach was anderes einzusetzen. Und zwar mache ich das jetzt so, dass ich hergehe und so, ich blende diese beiden zwei Kanten hier aus. Wenn ich die zweite ausblende, das sieht jetzt momentan der Kurvenverlauf etwas wirr aus. Ich kann aber jetzt dafür wieder ein Stück einsetzen. Ich habe hier was ausgeschnitten. Das heißt, ich beginne hier und sage 1, 2, 3, 4 und beim fünften Punkt gehe ich zurück zum Schuh. Und damit habe ich jetzt hier vorne eine Fußspitze neu modelliert. Und diese Fußspitze kann ich dann nach meinen Wünschen mir so zurechtbiegen, wie ich die haben möchte. Okay, ich schalte den Fuß mal wieder ein. Und jetzt kann ich einfach so meine Fußspitze soll so aussehen. Da bin ich also völlig frei und mache das dann zu und ich sehe jetzt, das Grüne ist also meine Fußlinie und dann habe ich noch die beiden Offsets dazu. Die kann ich jetzt auch ändern, indem ich jetzt einfach hier auf Daten gehe und sage, den inneren Offset, der ist auf 10 eingestellt, den kann ich jetzt reduzieren. Und dann wandert diese innere Linie langsam an die äußere ran. Und genauso gut kann ich den äußeren Offset auch ranschieben, sodass ich da um den Fuß herum mit dem Offset arbeiten kann. Und diese beiden Offset-Linien kann ich dann benutzen, um die Sohle weiter auszuprägen. Momentan ist die Sohle jetzt erstmal nur planar. Das Höhenprofil kommt dann im nächsten Schritt.